ist es auf jeden Fall in Ordnung. Dann finde ich es auch in Ordnung, dass er gerade krepiert ist, aber... Mir hat auf jeden Fall sein Stern und Zerstörer gefallen, sein Raumschiff. Boah, aber da, das war echt cool. Aber die Raumschlachten waren doch auch mal mega albern, oder? Ja, mit reinfahren und nein, crashen, das meine ich nicht, sondern ich meine ein großer Sternzerstörer mit 5 kleinen Sternzerstörern drumherum, aber nur der große Sternzerstörer macht die Schlacht. Ja, es war ja auch schon lächerlich genug, dass am Anfang Poe halt ganz alleine da auf das Teil zugeflogen ist und... Also... Mir ist klar, dass du am Zug bist. Ja. Okay, ich wollte nur einmal fragen. Aber mir hat eben so... Charakterbuilding hat mir in dem Teil sehr gut gefallen. Also... Die Charakterentwicklungen auf beiden Seiten. Ja, halt bei Kylo Ren und Rey fand ich die gut. Ja. Ansonsten, weiß nicht. Die Yoda-Szene war auch toll. Welche? Also mir hat's gefreut, dass Yoda wieder da war. Boah, ja, aber das war so schön. Außerdem hat er noch nie so beschissen ausgesehen. also ganz ehrlich. Er sah halt aus wie eine animierte Puppe. Entweder man nimmt eine Puppe. Oder eine Animation wie den Prequels, und das war eine animierte Puppe. In den Prequels war sie ja tatsächlich auch, glaube ich, eine Puppe. Ja, es war nur im ersten Teil, glaube ich, eine Puppe, dann wurde es gleich auch wieder überarbeitet oder... zumindest in Episode 2 und 3, da war er animiert. Und vor allem sah er ja nicht mehr aus wie die Machtgeister. Also ja, es gab 1 mm blauen Schimmer um ihn herum. Ja, aber man hat schon gut erkannt, dass er Machtgeist war. Ja, oder seit wann ist Leia denn bitte schön so machtbegabt? Ja gut, in keinem, noch nicht mal in der Clone Wars Serie, konnte bisher ein Viech so weit durch den Raum schweben, durch Macht, alleine. Ja, sie sind Skywalker, das darf man nicht vergessen. Boah. So, ciao. Und das sind halt auch 30 Jahre wieder vergangen. Ja, aber da wird sie ja nicht machtbegabter. Ja, aber doch, sie kann ja irgendwas lernen in der Zeit. Ja. Oder ist dir eigentlich aufgefallen, dass Captain Ackbar gestorben ist? Ja, das war schrecklich. Auf einmal so, Admiral Ackbar, alle tot. Was? Oh nein, mein Herz wurde gebrochen. Genau. Man hat es nicht mal gesehen. Aber eine so beliebte Figur. Einfach in einem Nebensatz tot. Ja, haben sie ja auch mit Han Solo gemacht. Aber Han halt... Solo hatte wenigstens noch eine eigene ordentliche Szene. Admiral Ackbar, einfach nur, hey, der ist jetzt tot. Machen wir weiter. Auf zur Revolution. nice. Also irgendwie... Ja, und zwischendurch hat sich der Film auch echt gezogen. Also, so diese Szene auf der Brücke. Also, was mich überhaupt nicht interessiert hat, war einfach diese Tierszene auf Canto Bight. Das war echt, das hat mich einfach nicht interessiert. Also, da, wo man dann gesehen hat, wie da halt diese Reittiere gefolgt, geschlagen wurden und dann wurden sie freigelassen und. Das war so grausam. Das war halt dieses aufgezwungene Justice Warrior Zeug. Ja, das stimmt. War schon ziemlich unnötig. Aber mir hat das Casino, wie gesagt, gefallen, das sah cool aus. Ja, das stimmt. Diese verschiedenen Rassen da. Die Musik war auch ganz cool. Aber sie haben halt einfach so gute Charaktere einfach verpulvert, die sie in dem Film davor eigentlich als wo man halt dachte, die sind jetzt die Bösewichte für die komplette Serie. Was macht der? Er hat mich so ein bisschen erinnert hier an Boba Fett, den sie dann einfach in diese Pflanze reingeschmissen haben. Ja, Captain Phasma war auch ziemlich unnötig, muss man sagen.
Aber sie hat mich noch nie interessiert. Ja. Aber halt natürlich Snoke, okay, da sind wir unterschiedlicher Meinung, aber der wurde auch verpulvert. Aber er hat halt wirklich halt einfach irgendwo halt seinen Zweck erfüllt. Er hat eigentlich aus Sicht der Sith hat er halt bessere Arbeit geleistet als der Imperator, weil er wurde von seinem Schüler quasi wirklich verraten und umgebracht. Und deswegen hat er in diesem Sinne schon eine gute Funktion erfüllt. Ja, das stimmt. Weil er hat ja auch gesagt, mein guter, treuer Schüler und dunkle Seite und so weiter, du wirst nicht keine Schwäche zeigen. Und ja, der gute, treue Schüler hat dann auch wirklich in diesem Sinne seinen Meister umgebracht. Ja. Und ist jetzt auf dem Weg zu unbegrenzter Macht. Wie Palpatine es sagen würde. Ja. Also Kylo Ren macht eigentlich schon bisher einen guten Sith, auch wenn er noch nicht so auf den Sith-Orden eingeschworen ist. Ja, er ist noch nicht auf den Sith-Orden eingeschworen, aber er ist halt wunderbar. Er hat halt diesmal wirklich einen Charakter. Ja, ja. Und der entspricht halt auch einfach der Sith-Ideologie. Mit seinem Verhalten. Ja. Und begrenzte Macht. Jede Treue ist eine Grenze. Eine Einschränkung. Zu irgendwas. Ja. Das stimmt schon. Also mit Kylo Ren. Aber irgendwie, ich finde es schade, dass Luke am Ende dann gestorben ist. Also, es war irgendwie. Ich hätte mir noch mehr von Luke gehofft. Oh, das fand ich eigentlich ganz wichtig. Die alten Säcke sollen da ruhig weg. Aber über Admiral Akbar rumheulen. Nein, mir geht's darum, dass er in dem Nebensatz gestorben ist. Ja, okay. Also. In dem Nebensatz gestorben. Weißt du, wer wäre er. Wäre das halt vernünftig inszeniert worden? Weiß nicht, hätte er wenigstens ein paar Tränen gekriegt. Oder so. Oder wäre einfach gar nicht aufgetaucht. Wäre das ja in Ordnung gewesen. Bleib bloß weg, du Fisch. Aber halt dann einfach mal alle alten Helden ohne einen wirklichen Kommentar sterben lassen, außer Leia. Das fand ich tatsächlich auch schade, dass sie Leia in diesem Film noch keinen schönen Tod gegönnt haben. Weil die Schauspielerin ist immerhin vor einem Jahr jetzt verstorben. Ja, das war halt irgendwie so das Blöde. Luke, der Schauspieler ist voll fit und so weiter, den lassen sie sterben. Leia, die ist tot, die überlebt. Ja. Also Carrie Fisher. Ja, genau. Ich hoffe, dass jetzt in dem nächsten Film nicht ganz viel animiertes Gedöns kommt von ihr. Genau. Was mir schon große Freude bereitet, Episode 9 soll wirklich alle drei Trilogien zusammenbringen. Also da wird auch viel Bezug auf die Prequels genommen, auf die OT und eben jetzt halt auf das, was bisher passiert ist. Das finde ich, hört sich schon sehr schmackhaft an, weil es einfach am ehrlichsten und am sinnvollsten ist, weil wenn man halt immer so um Teile, die halt einen bestimmten Teil der Fanbase nicht gefällt, wenn man dann immer irgendwie drumherum erzählt, das ist einfach schlecht für die Kontinuität der Sage, muss man einfach sagen. Also. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das lässt sich einfach sagen bei neuen Filmen, die in 60 Jahren spielen und alle miteinander zusammenhängen, von der Geschichte her sowieso. Ich weiß jetzt nicht, wie die das da irgendwie groß zusammenführen wollen. Ja, nee, also ich meine, die könnte zum Beispiel Machtgeist von Anakin wieder einbringen, von Obi-Wan, von irgendwie, dass die Bestimmung, die Prophezeiung, die damals in Prequels eine große Rolle gespielt hat, vom Chosen One, von Außerwelten, dass die eben mit irgendwie nur noch mal eine Rolle spielt, ganz am Ende von, also in Episode 9, das ist ja immer noch nicht das Ende, das ist ja schon wieder eine neue Trilogie geplant. Oh, aber ich hoffe, ja, dass sie sich in der neuen Trilogie dann endlich mal von der Zeit lösen. Ja, wollen sie, glaube ich, auch. Es soll, glaube ich, in der Old Republic-Ära spielen. Ja. Ah, schade. Ja, wäre halt einfach mal schön. Was aber halt irgendwie auch ein bisschen komisch ist, weil irgendwie Episode 8, ich meine, das ist doch komisch, wenn es auf einmal so chronologisch in eine andere Zeit geht, hä?
Ja, ja, nee, also, das meine ich nicht. Ich hätte mir allgemein gewünscht, dass die jetzigen drei Trilogien halt nicht mehr... Also einen deutlich größeren Zeitabstand haben. Das ist halt einfach nur ein Wunsch gewesen. Ich habe halt nur die... Also du meinst, dass die Prequels jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, 20 Jahre vor dem ersten, vor der Schlacht von Yavin spielen hätten sollen? Nee, ich meine, dass jetzt explizit die jetzige Trilogie nicht nochmal 30 Jahre nach der OT hätte spielen sollen. Ah ja, okay. Also noch länger oder... Genau, weiß nicht. Oder 100 kürzer. Jahre davor oder 1000 Jahre davor oder 1000 Jahre davor. Oder so. Achso. Halt, dass die wirklich eine eigene Story erzählen können, wo dann halt die Alten im Grunde genommen nur noch Legenden sind. Schade. Beinahe hätte es geklappt. Ich wollte es mal ausprobieren. War auf jeden Fall ein eleganter Kreis, den du da reingebissen hast. Ja, das finde ich auch. Gebissen hast. Aber. Wo bin ich? Das ist halt jetzt eher Wunschvorstellung als Jammern. Naja, es wäre halt auch komisch, wenn du auf einmal Episode 10 auf einmal 1000 Jahre vor einem Prequel spielen würde. Das wäre irgendwie unlogisch. Natürlich. Aber 100 oder 200 halt Jahre danach hätte funktioniert. Ja, danach, also, auf jeden Fall. Nicht, halt, aber nur danach, nicht davor. Das wäre komisch. Reihe der Wüstenplanet? Nein. Okay, dann. Also, das ist so einer der Urväter von Science Fiction. Cool. Und da lebt zwar noch ein Wesen aus der Zeit, aber. Es ist halt eine komplett andere Zeit dann, die letzten Bände. Und so. Und es erzählt halt wirklich über Jahrtausende die Geschichten eines Planets, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, cool, das ist cool. Ja. Hört sich interessant an. Ist auch eine sehr, sehr gute Serie. Sehr gute Bücher sind das. Ich habe keinen Plan mehr, in welchem Abstand. Wie viele Bände? Na gut. Wie viele Bände gibt es davon? Boah, einen Moment. Die werde ich mir vielleicht mal zulegen, weil das hat sich interessant angehört. Ja. War übrigens darauf basierte auch das erste wirkliche Echtzeitstrategiespiel. Ach, sowas finde ich schön, wenn auf Büchern ja. Spiele... Also ich weiß nicht, ob du mal von dem gehört hast, nennt sich Dune oder so. Also Düne auf Englisch. Ja, das habe ich mal genau, gehört, das basiert auf dem Wüsten, auf der Buchreihe der Wüstenplaneten. Nee, aber das zeigt halt wirklich, dass man auch eine zusammenhängende Geschichte erzählen kann, wo... Mit großen zeitlichen genau, Abständen, mit zeitlichen Abständen, mit geschichtlichen Abständen. Ja, ja. Oh, hat gereicht. Ja, ich bin gespannt, ob sie mit Episode 9 denn wenigstens noch einen guten Star Wars Film hinkriegen können. Oder ob sie wieder solchen... Ja... Ja, es sind schon gute Filme, das kann man ihnen nicht absprechen, aber es sind halt für mich keine wirklichen Star Wars Filme. Episode 7 auch, oder? Episode 7, ja, Episode 7 hat ja ganz andere beschissene Sachen. Episode 7 war halt war zu viel ein krampfhafter Star Wars Film. Das war zu, ein erzwungener ja, Star Wars genau. Film. Eben, nichts eigenes. Würde ich sagen. Hat jetzt der Wasserangriff. Ja. Ja, schade. Habe ich nochmal Glück gehabt. Jo. Aber wer war dieser Junge am Ende des Films? Einfach nur ein dämliches Symbol für Hoffnung. Wobei... Ja.
wird, weil er hat anscheinend mit der Macht irgendwie das Stroh weggekehrt. Also Macht und begabt soll er ja auf jeden Fall sein, da sind sich ja fast alle einig. Interessant ist, ein Freund von mir meint in der Szene den gleichen Rauch gesehen zu haben, wie in dem Moment, wo Luke gestorben ist. Vermutet also, dass es eine Reinkarnation von Luke ist. Das war merkwürdig. Ja, okay, es wäre dann für Luke der Weg, von der Insel wegzukommen ohne Raumschiff. Ja. Nachdem Bray abgehauen ist. Er hat ja ein Raumschiff. Unter Wasser. Ja, hätte er ja reparieren können. Die Familie Skywalker ist ja doch recht technisch begabt. Ja, aber ich glaube, er hat dafür bestimmt keine Werkzeuge mehr gehabt, oder? Ich glaube, das wäre. Das hätte ihn an irgendetwas gemangelt. Ja. Aber wie gesagt, das ist nur die Vermutung von ihm. Ich hoffe jedenfalls für Episode 9, dass mehr Machtgeister vorkommen, mehr. Auch alte Bekannte. Die eine. Dass halt einfach die Story besser zusammengefügt wird und ich. Mann ey. Ja, ich hoffe einfach, dass die Story besser zusammengefügt wird. Ja. Dass vielleicht nochmal. Also ich würde nicht sagen, dass die Szene von Yoda unnötig war, muss ich ehrlich sagen. Er hat ja die alten Jedi-Schriften in die. Mit Blitz getroffen. Vernichtet. Und das ist halt. Für die Jedi-Philosophie, für die Entwicklung des Jedi-Ordens, für die Ideologie von Meister Yoda, das ist halt einfach wichtig. Und ja, also halt auch für Rey, wie sie in Zukunft die Jedi weiter ausbauen wird. Ja. Oder wie sie mit der Macht umgehen wird. Also ich fand nicht, dass es unnötig war. Und einfach mal wieder, es war ja schon wieder schön mit anzuhören, was der Yoda zu sagen hatte. Also das muss man einfach so. Ich finde, er sagt immer schöne Sachen. Ja, er war halt vor allem nicht wie in Episode 1 und 3 so ein ernster Jedi-Meister, sondern halt wirklich wieder der Yoda aus Episode 5 und Eben. 6. Und das fand ich war auch das Tolle an dem Film. Man hat doch ein bisschen Bezug auf die Prequels auch genommen, dass eben der Jedi-Orden von damals eben auch halt groß Mitschuld an der Entstehung von Darth Vader getragen hat. Ja. Weil sie eben zu dogmatisch waren, wie Palpatine es auch mal gesagt hat. Zu sehr in ihren eigenen, zu starr ihre Ideologie verharrt haben. Und das war. Ja, ich. Heute läuft es, glaube ich, nicht so mit Worms. Ey, ich weiß nicht, wie Wobei, du auf die Idee kommst. Die Runde ist ja noch nicht so verloren, also. Jetzt steckst du auch noch. Oh Mann, er steckt auch nicht unter meinem Wurm fest. Alles in Ordnung. Was ich auch interessant fand, wie Luke gesagt hat, es war ein Jedi-Meister, der Darth Vader irgendwie. Na toll, zwei Darth Vader ausbildete. Der irgendwie verantwortlich war und Darth Vader ausbildet, hat Luke irgendwie sowas gesagt. Er war irgendwie verantwortlich für die Ausbildung und Entstehung oder Erschaffung von Darth Vader. Ja. Das fand ich interessant, weil sich so mega Anti-Obi-Wan gehört hat. Ja, das stimmt. So wie waren, du Idiot. Na, muss er doch einfach sagen, dass. Ich werde wahrscheinlich auch mein Leben lang in jeden neuen Star Wars Film reingehen, den wir mir vorsetzen. Aber meine Hoffnung für Episode 9 ist halt, dass sie nicht versuchen, einen Kinderfilm draus zu machen. Das werden sie hoffentlich nicht. Ja, mit Kinderfilm meine ich jetzt im übertriebenen Sinne auch sowas wie diese komischen Vögel. Die sie reingepackt haben. Die Porks. Ja, die Nein! Die haben keinerlei Sinn ergeben. Außer nochmal ein. Oh! Ein. Die aus waren den süß. Zuschauern zu kriegen und Franchise-Artikel zu verkaufen. Friend, ja. Friend, französische Scheiße. Ja, Geld. Sondern, dass sie halt wirklich wieder dahin gehen, was. Star Wars selbst in Episode 1 bis 3 war ein relativ ernster Film. Ja, also Episode 1 bis 3 war ja auch von der Politik her total interessant und ernst. Also ja, Jar Jar Binks war halt eine umstrittene Persönlichkeit. Aber Jar Jar Binks ist halt einfach ein behinderter Charakter. Aber ich meine, das macht es ja auch irgendwie aus. Solche Charaktere gibt es halt auch im echten Leben immer wieder. Ja. Das ist eigentlich total echt. Ja,
aber halt trotz diesem Charakter waren sie sehr ernst als Filme, während dieser hier jetzt halt so zwanghaft lustig. Aber immerhin haben sie dieses extrem Nostalgie zurückgefahren, was ja extrem nervig an Episode 7 war. Ja, die Szene war schön, als Luke wieder in den Falken gegangen ist. Das war eine schöne Szene. Ja, ja. Als dann R2-D2 erstmal dieses Helft mir Obi-Wan Kenobi, rettet meine letzte Hoffnung abgespielt hat. Ja. Das war schön. Also das war ein schöner Nostalgie-Moment. Ja, ein bisschen Nostalgie ist ja auch toll. Nur Episode 7 hatte ja den Fehler gemacht, nur Nostalgie zu sein. Ja. Ja, selbst die Story haben sie für die Nostalgie ja 1:1 abgeschrieben. So, in etwa. Ja, ja. Oh, oder ich probiere jetzt mal das. Juhu! Ja. Ich bin jetzt erstmal gespannt auf den Zwischenteil, der ja dann demnächst nächstes Jahr rauskommt. Han Solo. Also darauf bin ich überhaupt nicht gespannt, muss ich ehrlich sagen. Der Film interessiert mich nicht, die Bohne. Vor allem, es soll jetzt schon angekündigt worden sein, dass es ein Flop wird. Also, Rogue One war ja ziemlich gut. Ja, eben. Hast du Rogue One gesehen? Ja, ja, hab ich. Rogue One war wunderbar. Also die Endszene einfach. Mein Herz ist aufgegangen. Ja, meins auch. bei beiden Endszenen. Also sowohl das, wo dann alle einfach gestorben sind. Ja, das war echt richtig gut geschnitten und die Musik. Ja. Es war einfach. Ich meine, es war wie wenn da gerade ein Atompilz in die Luft geht, aber es war so wunderschön. Ja. Also da wäre ja, ich auch beinahe jubelnd im Kino aufgestanden. Ja, und dann einfach ja. So schön. Nee, aber halt meine Hoffnung, ich setze halt darauf meine Hoffnung, weil halt gerade Rogue One gezeigt hat, dass in den Teilen die Autoren eine relative Freiheit besitzen. So, daneben. Ja, sie sollten eigentlich auch in den Original, in den Episoden sollten sie auch so eine Freiheit besitzen. Ja. Warum nicht? Haben sie aber ja scheinbar nicht. Das ist so dämlich. Also, Rogue One war ja ein eindeutiger Erwachsener-Film eher, also gerade mit dem Ende und so. Wobei Rogue One natürlich auch total eingeschränkt war, weil es ja in der Bürgerkrieg-Ära spielen musste und so weiter. Ja, aber natürlich, das schon. Also hatte halt festen Start, Endpunkt und relativ feste Story, aber sie haben es trotzdem geschafft, freier zu wirken als jetzt die Episoden, die in einer komplett neuen Zeit spielen und eine Ära spielen, ja, und eigentlich komplette Freizügigkeit besitzen. Ich überlege, was ich. Ich werde einfach mal hier so ein Ding platzieren. Vielleicht Gerätsel in Vergessenheit, würde ich dann irgendwann unerwartet abballen. Ja, bestimmt. Willst also wieder einen Kramkrieg? Ich will eigentlich keinen Kramkrieg. Deswegen überlege ich mich einfach extra zu verlieren. Damit es nicht so lange dauert. Ach, Bullshit. Extra verlieren ist scheiße. Und noch haben wir ja 10. Boah, ich bin nicht mehr gut im Wasserangriff setzen. Ja, ich bin sehr gespannt, was sie draus machen. Dewie hat aber diesmal deutlich besser ausgesehen, weil er halt nicht mehr nur ein Kostüm war, sondern durch das animierte halt wirklich auch Charakter und Gesichtszüge kriegen konnte. Ja. Aber mir hat er trotzdem so ein schöner Lichtschwertkampf irgendwie schon gefehlt. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Ja, aber ja, so viele Lichtschwertkämpfe gab es auch gar nicht in den alten. Ja, natürlich, es gab halt meistens immer einen geilen, epischen Lichtschwertkampf, der halt mit schöner, neuer Musik untermalt war. Der halt auch relativ eine hohe emotionale Spannung zwischen den Kontrahenten hatte. Und hier gab es halt dann mal so eine Szene, wo auf einmal Kylo Ren und Rey zusammen auf rote Leibwächter schlagen. Ja. Ja,
was schon auch cool aber war. Wie war es denn bitte schön in Episode 4? Ein kurzer Wechsel zwischen, wo Obi-Wan sich hat erschlagen lassen. Ja, schon. Aber es war halt trotzdem episch irgendwie. Och nee. Der sollte noch nicht drankommen. Hm. Ja. Hm. Aber ein großer Lichtschwertkampf muss ja nächstes Mal kommen. Wobei ich da auch tatsächlich gespannt bin, wie wollen sie jetzt da irgendwie die Story in 2,5 Stunden nochmal lösen. Und wir werden da ja im Grunde genommen einen kompletten Krieg abzeichnen müssen. Ja, es ist wahrscheinlich, wird es wieder im Einstieg, wird es wahrscheinlich direkt wieder erklärt, dass jetzt irgendwie der Widerstand was Neues aufgebaut hat. Vielleicht zwischenzeitlich ja. Ein kleiner Kampf geherrscht hat und jetzt kommt es eben zum entscheidenden Punkt, der wird dann eben in dem Film gezeigt. Ja, wahrscheinlich, aber es wird halt auch ein großes Problem für sie werden. Vor allem, wie wollen sie es schlüssig erklären, dass sie dann ja wahrscheinlich auf einmal eine große Armee haben? Die Rebellen? Ja. Ansonsten kann man ja schlechten Krieg machen. Ja, ich bin gespannt. Und ich hoffe, dass J.J. Abrams wirklich, wirklich freiheitlich Regie führen wird. Weil er ja auch Episode 7 gemacht hat. Oh. Okay. Das ist ja schon mal ein schlechtes Zeichen. Ja, aber es wurde auch schon gesagt, dass eben halt wirklich Prequel, OT und die neue Trilogie zusammengeführt werden sollen. Was auch wiederum ein gutes Zeichen ist. Also, vielleicht hat er aus seinen Fehlern gelernt. Davor war ja Colin irgendwie, weiß ich, wie der Regisseur heißt. Der Regisseur von Jurassic Park war davor eingestellt für den Film. Aber der ist abgesprungen. Und ich weiß nicht, ob ein Jurassic Park Regisseur so gut dafür wäre. Das kommt drauf an, welcher Teil. Die ersten Jurassic Parks waren Meisterwerke. Nee, ich glaube, der Jurassic World hat er gemacht. Ach so. Und ja, eben. Das hat. Das wäre, glaube ich, einfach kein toller Film geworden. Ja. Da wäre es bildgewaltig bestimmt dann nochmal, aber nur bildgewaltig. Ja, aber bildgewaltig wird das Teil sowieso, das ist keine Frage. Eben, das ist halt Star Wars. Aber ja, vor allem ist es auch Disney. Die haben das Geld, um Bildgewalt dahinter zu stecken. Das ist. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier mache. Ja, hast genug auf Zeit gespielt. Jetzt spiel mal wirklich. Keine Beamer und keine Jetpacks. Du hast so gut wie gewonnen. Dragon's Dogma, Dark Arisen. Das heißt, wenn ich nicht richtig spiele, gewinne ich so gut wie. Alles ausverkauft. Nichts mehr im Angebot. Oh. Cool, mein Bildschirm ist gerade ausgegangen. Hallo? Also. Das ist natürlich. Ah, okay. Hä? Dein Bildschirm wieder an? Jetzt ist er gleich wieder an, okay. Ja. Er hat halt einfach nicht gewollt, dass ich den Tod meines Wurms mit ansehen muss. Ja. Ich hab's so gnädig wie möglich gemacht und einfach nur schnell eine Granate runtergeworfen. Danke sehr.
No one thought they would pull the trigger. Where, Randolph? Ah, okay, jetzt mein 50er weg. Och nee, er ist noch da. Ist ja scheiße. Ja, was soll ich mit dem jetzt anfangen? Ja, immerhin ist er nicht dran. Die Action war still lame. Ja. Ach ja, und das Bild, wie der eine hier. Boah. War ja nicht koreanisches. Weil wo der eine Mon Calamari-Kreuzer durch den Sternzerstörer gebrettert ist, hat einfach nur episch ausgesehen. Ja, und als Anakin Skywalker das Lichtschwert in die Luft gegangen ist, das war auch episch. Ja. Vor allem, das war krass. Am Ende wurde es. Ja! Aber Rey repariert es ja wieder, oder hat sie es wieder repariert am Ende? Ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Eigentlich nicht. Ja, in irgendeiner Szene hat man dann gesehen, wie die Bruchstücke aufgesammelt wurden. Und. Aber am Ende hat sie doch wieder ein blaues Lichtschwert, oder? Das wäre doch mega albern, wenn das jetzt repariert wird. Das Teil ist in die Luft geflogen und dazu eine komplette Brücke. War halt echt traurig, dass in die Luft geflogen ist irgendwie. Aber ich auch nicht verstanden, warum Kylo Ren gesagt hat, Rey hat die getötet. Also. Ach, fick dich. Aber es war wirklich ein bemerkenswerter Moment. Das alte, uralte Skywalker-Lichtschwert von Anakin, Luke, geht in die Luft, aber es ist auch wirklich so dermaßen in die Luft gegangen. Also da hat man die Energie, die Macht gesehen. Oh, shit. Ah, ich komm nicht mehr an dich ran. Du hast gewonnen. Ja, ja. Und steht's mal wieder 1-1. Aber was würdest du sagen? Wie ist die Reihenfolge der Filme jetzt für dich von den Favoriten her? Doch. Also ich habe mich immer schon schwer getan, eine Reihenfolge zu machen bei den Star Wars Filmen. Also ich muss ehrlich sagen, dass für mich Episode 3 immer einer der besten sein wird. Ja. Ja. Episode 5 auch. Und Episode 6 auch. Ja. Episode 4 ist auch ganz nett. Ja. Nicht schlecht. Ich weiß ja nicht, ob ich Episode 7 oder 1 schlechter finden soll. Also, die teilen sich so die untersten Plätze. Ja. Und Episode 2 auch. Ich muss halt sagen, dass vieles, was die Prequels falsch gemacht haben, wurde halt einfach durch diese wunderschönen kreativen Welten, die halt auch nochmal viel kreativer und viel. Es war halt ein reichhaltigeres Universum. Ja. Auch, ich meine, jetzt im neuen, da wurde auch wieder ein bisschen mehr gezeigt, das war auch schön. Aber in den Prequels war das halt so geil gemacht, allein diese. Also die Gangen-Zivilisation hat mir super gefallen mit diesen Unterwasserkuppeln, dann sind sie ja durch den Erdkern gefahren, geschwommen. Dann, es gibt immer einen größeren Fisch, das war halt schon irgendwie cool anzusehen. Das war toll. Das stimmt.
Ja, genau. Allgemein. Also, ja. War ja. Und ich muss auch sagen, dass halt so diese Milchbubi-Seite von Anakin, halt, die finde ich halt total gut eigentlich auch. Also ich finde, das passt halt. Es ist halt einfach eine komische Vorstellung. Viele meinen ja, der Badass Darth Vader kann doch niemals dieser Junge sein. Natürlich kann dieser Junge sein. Ja. Sogar sehr wahrscheinlich kann dieser Junge sein. Ja, ich mein, eben. Und er muss ja auch solchen irgendwie böse geworden sein. Ja. Außerdem mag ich allgemein vielschichtigere Charaktere lieber als einfach nur das Gute und einfach nur das Böse aus Episode 4 bis 6. Ja. Die Story war halt nur in den Prequel-Dingensbummens viel. Ja, in Prequels war die Story halt. Die Story war halt kompliziert in Prequels. Nein, das Problem war, sie hatte, also das Komplexe fand ich schön, aber sie hatte sehr viele Logiklücken. Also, weiß nicht, zum Beispiel, wenn du auf der Straße eine Armee findest, fragst du erstmal, wo die herkommt. Hä? Naja. Der Jedi-Orden findet zufälligerweise eine Armee und da wird gesagt, euer... Also die Klonarmee. Ja, eben. Und da wird dann gesagt, ja. Euer längst verstorbener Meister war schuld, hat die gegründet. Oder er war ja noch nicht mal ja. Der Meister, war ja nur einer des hohen Reiches. Meister Salfodius. Genau. Und der hat die